Ja, liebe Karen Ley, lieber Rico Gebhardt, lieber André Hahn, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich überbringe zunächst die Grüße des Bezirksvorstandes des DGB Sachsen und kann verkünden, mit mir sind immerhin von ungefähr 13 Bezirksvorstandsmitgliedern 3 des Bezirksvorstandes heute hier auf diesem Parteitag. Und Kollege Thomas Voss, der hat ja im Grußwort schon zu euch gesprochen. Und somit merkt ihr, dass, wenn ich die Grüße überbringe, auch dahinter steckt, dass der DGB in Sachsen gewählt ist, als Einheitsgewerkschaft mit allen demokratischen Parteien zusammenzuarbeiten und so natürlich auch mit euch, mit eurer Partei. Ich möchte einen kleinen Ausflug in unsere Gewerkschaftsbewegung machen. Wir haben zurzeit 270.000 Gewerkschaftsmitglieder organisiert und wir können ganz stolz berichten, dass wir den Trend, dass wir insbesondere junge Menschen nicht bei uns organisieren konnten in den letzten Jahren, brechen konnten. Alle Gewerkschaften im DGB Sachsen berichten mir, dass der Organisationsgrad insbesondere bei den jungen Gewerkschaftsmitgliedern steigt und wir dort hervorragende Ergebnisse sozusagen vorlegen können. Das ist für uns ganz wichtig, weil die junge Generation ist auch für DGB-Gewerkschaften lebenswichtig, um weiter als politische Kraft, als politischer Motor innerhalb der Gesellschaft kämpfen zu können. Der DGB in Sachsen ist eine Einheitsgewerkschaft, ein Bund der 8. Und ich möchte mit Absicht noch einmal sagen, was wir unter Einheitsgewerkschaft verstehen. Ja, Einheitsgewerkschaft ist unabhängig von Regierungen, von Parteien, von weltanschaulichen Organisationen und Institutionen. Und sie ist unabhängig von Verwaltungen und von Arbeitgebern. Das heißt, wir sind keine staatstreue Gewerkschaft. Und unsere Gewerkschaft vereint die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der Berufsausbildung angefangen und eigentlich damit schon im Vorlauf von der allgemeinen Bildung her, von der frühkindlichen Bildung her, bis über die Arbeitslosenproblematik, bis hin in die Seniorenzeit. Und unsere Gewerkschaft ist insofern wichtig, um natürlich diese Arbeitnehmerinteressen in die Parteien hineinzutragen und ganz eng mit euch, mit den Parteien, mit anderen Organisationen, bürgernahen Organisationen oder direkt aus der Bürgerbewegung, gemeinsam Demokratie zu gestalten. Und das verstehe ich unter diesem Motto: Wir müssen die Verhältnisse ändern. Wir alle gemeinsam, und wir müssen eine breite Bewegung erreichen, um in Sachsen oder in der Bundesrepublik die politischen Verhältnisse zu verändern. Demokratie verstehen wir so, dass wir sagen, jeder Mensch muss für sich selbst Verantwortung übernehmen, aber auch für die anderen Menschen und für die gesamten gesellschaftlichen Prozesse, die dort laufen. Wir können es nicht irgendjemanden übergeben, der da für uns die politischen Verhältnisse gestaltet. Insofern glaube ich auch, dass wir der sächsischen Staatsregierung immer wieder vorhalten müssen, dass nicht sie entscheidet, was für uns alle und insbesondere für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut ist, sondern dass wir selbst entscheiden, was für uns gut ist. Und deshalb brauchen wir einen ständigen Diskussionsprozess darum. Und wir müssen betonen, dass die Staatsregierung, und jetzt nehme ich nur mal die Haushaltsdebatte im vorigen Jahr,
alles dazu tut, wenn wir hinter die Kürzung gucken, die Strukturen für Demokratie einzuschränken und abzuschaffen. Und das dürfen wir doch nicht dulden. Hier müssen wir doch alle gemeinsam zusammenstehen und sagen, das ist mit uns nicht möglich. Wenn es in einem Bundesland, in einem einzigen in Sachsen, keinen Landesfrauenrat mehr gibt, dort keine Struktur für da ist, dann ist doch das einen schlimmen Zustand zum Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung und Chancengleichheit. Das können wir doch nicht dulden. Wenn die Jugend eingeschränkt wird und keine Förderung bekommt, um in eigenen Vereinen und Verbänden zu arbeiten, Menschen zur Demokratie mitzunehmen, denn das heißt ja mitarbeiten, mitgestalten an der Gesellschaft, was in diesen Jugendverbänden und Vereinen gemacht wird, dann heißt das Demokratieeinschränkung. Und hier müssen wir viel kritischer rangehen mit der Staatsregierung. Einen Ausflug in das Jahr 1848. Ihr werdet euch wundern, aber ich mache das gerne, weil ich bin auch Historikerin. 1848 wurde die Wurzel der Gewerkschaft gelegt. Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeiterverbandes. Wenn wir uns in diese Wurzel hineinversenken, dann geht es um folgende Ziele. Es steht dort Tarifautonomie, Tarifauseinandersetzung um existenzsichernde Löhne. 1848. 1848 geht es um Mindestlöhne, um Höchstdauerarbeitszeiten. Es geht um Fragen auch der Mitbestimmung im Betrieb und es geht natürlich um Bedingungen in der Arbeit. Ihr alle könnt euch an den Schlesischen Weberaufstand erinnern und ihr alle könnt euch erinnern, wie die Industrie von der Schulausbildung her. Ne? Aber was meine ich damit? Die Wurzeln des DGB liegen in der Erwerbsarbeit. Die Menschen haben sich organisiert, um ihre Erwerbsarbeit besser zu gestalten und kollektive Bündnisse dazu herzustellen. Und diese Erwerbsarbeit ist uns wichtig, immer wieder. Und sie ist für uns die Basis für die Frage und die Auseinandersetzung mit dem Sozialen. Und hier bin ich heute ja gebeten worden, zu den sozialpolitischen Leitsätzen eurer Partei zu sprechen. Und deshalb will ich den Anfang mit diesen Wurzeln des DGB verbinden. Und das meine ich jetzt nicht böse, weil auch wir uns immer wieder an den Wurzeln in der Auseinandersetzung spiegeln müssen. Was uns fehlt, und wo ihr viel zu allgemein bleibt, ist, dass zum Beispiel Hartz IV nicht die Ursache ist für Armut in Sachsen. Das Problem liegt weiter vor. Die Ursache sind nicht existenzsichernde Löhne, die hier gezahlt werden für Arbeit. Und hier müssen wir auch genauer werden, wenn wir die Schuldigen ansprechen. Schuldig ist dafür nicht die Staatsregierung. Schuldig, und jetzt wieder zu den Wurzeln, Auseinandersetzung 1848, sind Arbeitgeber, deren Verbände und Funktionäre und das Kapital.